Was geht ab, Mano? Sie Fighter Osiri und heute mit Summons für Dragon Ball Legends. Vielleicht fragst du ein oder andere, was Summon, wo Summon? Kein Ticket, keine Crystals, gar nichts. Wir haben Tickets. Tickets haben wir. Wir haben von dem hier, von dem Gohan-Ticket, werden wir noch einen bekommen. Denn wie ihr seht, bin ich hier auf Step 4. Diesen Step 4 werden wir heute noch im Video machen, Freunde, mit den 1000 Crystals. Haben wir einen Mutti am Start, dann haben wir ein Ticket am Start. Können wir noch quasi bei einem Gohan-Ticket-Banner pullen. Aber außerhalb davon haben wir noch weiterhin darüber hinaus sehr viele Tickets. Wir können den ganzen einen Step im Goku's Banner mitnehmen. Ansonsten, ja, es sind sehr viele Banner online, wie gesagt. Aber ansonsten habe ich noch im Master Pack 2 Tickets, garantierte Tickets, 30% Tickets und so fort, Freunde. Deswegen, wie gesagt, heutiger Plan, Ticket sammeln. Deswegen fange ich einfach mal an. Und am Ende haben wir sogar dann noch, wie gesagt, Multi beim Cell Banner oder Legend Step Up Banner von Gohan. Und können dann noch mit einem garantierten Sparken Ticket sammeln am Ende. Könnt mich auf jeden Fall gerne wissen lassen. Habt ihr noch gesummoned? Oder wie war eure Ausbeute bis jetzt so? Also, bei mir lief's gut, Gott sei Dank. Also, ich habe echt gut gepult, sag ich mal. Gohan Choke ist, konnte nicht raus, sondern auf jeden Fall die Tage, wie ich mich noch hinsetzen. Ein Cell Choke ist vielleicht raus, sondern wer weiß, Slug fehlt mir. Wenn wir Slug heute ziehen könnten, was ist das? Können wir skippen eigentlich, glaube ich. Ey, diese Masterpack Tickets waren, da könnt ihr euch dran erinnern, ich habe seit Ewigkeiten hier kein Sparken gezogen. Aber egal, wir haben gerade den Sparken. Ich glaube, dass mal vielleicht ein bisschen, dass ich mal gute Laune bekomme oder dass unser Glück steigern, hauen wir mal gerade den Sparken-Ticket hier raus. Apropos, die ganzen Tickets, die gab es über den Login, über den wir uns die letzten Tage eingeloggt haben. Und dementsprechend könnt mich aber auch gerne wissen, was ihr daraus gezogen habt. Jedenfalls, wo war ich stehen geblieben? Genau, wenn ich Lord Slug ziehen könnte, wäre es cool, dass er quasi, sag ich mal, sollen wir uns ein Ziel setzen? Ziel für dieses Video, denn dann könnte ich ein Regen-Showcase machen. Beziehungsweise mit Slug und Cell dann in ein Regen-Team reingehen und oder bauen und dann PvP quasi Showcase machen. Achso, wir haben ein Sparken-Ticket. Hey! Geil! Ja, neu. Wirklich neu. Ich hatte Freezer bis jetzt nicht. Krass, okay. Das erste Mal. Freezer ist einer der ersten Charaktere. Ich hatte ihn bis jetzt nicht. Krass. Gut, dass sie ihn auch bekommen haben an der Stelle. Ja, nur her damit mit dem bösen Finger. Perfekt, hat doch schon mal gut angefangen. Und ja, vorne so zwecks Content, so wegen Legends, da habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht oder ich habe, glaube ich, so ein bisschen so einen Flow herausbekommen oder beziehungsweise werde ich diesen Flow jetzt so die nächste Zeit mal anwenden. Moment, hier haben wir gesamt, da auch, hauen wir mal hier zwei Mutis raus. Was meine ich damit? Du, folgendermaßen, hauptsächlich wissen wir ja an sich, sag mal, Dragon Ball Content. Dokkan Battle natürlich Hauptcontent Nummer 1. Also, da muss ich euch nichts erzählen. Dokkan kommt wirklich täglich. Gott sei Dank gibt es auch wirklich so 6 Content in Dokkan viel zu machen. Sei es News und so fort, Global JP. Aber ich bin so gerade so einem Flow. Ich habe es jetzt mir so einfach aufgefallen. Ey, wir haben einen Sparken. Und Masterpack Zettel ist echt gut. Jedenfalls, mir ist so im Flow aufgefallen. Dokkan ist so unter der. Hatte ich auch nicht. Okay, her damit. Dokkan ist auf jeden Fall viel unter der Woche los, sei es von den News, sei es wenn die Banner kommen, Legends natürlich auch Banner, News und so weiter und so fort auch. Aber 6 News und so, beziehungsweise konzentriere ich mich auf jeden Fall auf Dokkan, aber Legends werde ich nicht vernachlässigen, Freunde, keine Sorge, Legends ist auf jeden Fall ein Spiel, was mir auch Spaß macht, was ich wirklich daily auch zocke und da wirklich auch mich jetzt langsam ransetze, auch mal wirklich viel Gameplay zu bringen. Deswegen ist euer Feedback auf jeden Fall auch, gefragt, ob ihr das Ganze sehen wollt etc. Und unter der Woche habe ich vor, was heißt vor, aber unter der Woche ist viel mit Dokkan geschmückt, aber dafür will ich dann am Wochenende auf jeden Fall Legends ein, mindestens ein Legends-Video, dass wir mindestens einmal in der Woche ein Legends-Video haben, sei es sein Gameplay. Wenn natürlich unter der Woche Sam oder so kommt, Sam wir, also ist nicht, nur dass ihr euch quasi, falls sich jemand fragt, ey, wie sieht's eigentlich aus, machst du auch Legends-PvP-Videos, du hast ja erst neulich dann angefangen, jetzt sind 2 Videos draußen, das erste quasi und dann das mit Cell, jetzt hat aber eine neue Season wieder angefangen, mit Cell, sag ich, mit Gohan, als ich den Showcase verpackt habe. Ja, Freunde, bin auf jeden Fall gewillt, das so zu machen. Und wie gesagt, wenn aber in Legends mal dicke News kommt, zum Beispiel jetzt die Woche, die uns erwartet, am 27. sollte das sein, da wird ein großes Update kommen, ein großes Update erwartet. Und ich warte gerade ein bisschen, weil es sieht so aus, als würde das Ganze laggen. Ich frage mich gerade, warum, jetzt sieht es wieder gut aus. Ich gucke bei dir immer zur Seite, weil mein Zeitmonitor da ist und die ganzen Einstellungen, mit denen ich das aufnehme. Die Woche sollte was Gutes kommen. Es wird ein großes Update erwartet und aus den V-Jump-Leaks wissen wir, dass das nächste Ultra-Space-Time-Banner, Ultra-Dimensionsbeschwörungsbanner mit Super Saiyan Goku GT und Super Saiyan Vegeta GT sein wird. Bei so Ultra-Space-Time-Banner gehe ich nicht unbedingt rein, weil da bekommen wir eh immer bis zu 2 garantierte Sparken per Ticket. Aber dann gucken wir mal einfach mal, was die Tage dann kommen. Und wenn so, sag ich mal, so dicke News so kommen,
Natürlich, dann habe ich auch noch das da raus und so. Das soll jetzt nicht heißen, dass nur unter der Woche Doka kommt oder so. Nein, nein, außerhalb davon kommt natürlich auch anderer Content neben Doka, Legs und so und so fort. Aber nur damit ihr euch mal einkalkulieren wollt oder was ich jetzt vorhabe, ist auf jeden Fall Wochenende mal ein PvP-Video mindestens rauszuholen oder halt an sich mit Legends ein Video auf jeden Fall, weil am Wochenende, Samstag oder Sonntag haben wir Team-Rating auf jeden Fall, was sind das, 30% Sparken-Tickets? Ja, raus damit. Da haben wir, Masterpack 2 ist gut, ja. Da haben wir Team-Rating-Video auf jeden Fall eins, wie gesagt, Samstag oder Sonntag, das sieht nach einem Sparken aus, come on. Und dann da noch ein Legends-Video dazu, warum nicht? Ja, Freunde, ansonsten, was soll ich euch erzählen? Ich bring gerne Content auf meinen Kanal, so auf den ich primär natürlich Lust habe und auf den ich dahinter stehe, sag ich mal, ja. Natürlich ist dieses Hauptthema und Hauptcontent von dem Kanal Dokkan, da muss euch niemandem was erzählen. Was? Kein Sparken einfach. Aber du, wenn ich Bock auf Spiele habe und so fort, Spiele, die mich interessieren, dann bringe ich das auch raus. Und ich hoffe, ich konnte es dem einen oder anderen mal klar bringen, weil letzte Zeit musste ich, wenn ich Let's Plays bringe, Spiele, auf die ich Bock habe, bringe ich auch Let's Plays. Dann verstehen es ein oder andere nicht, die sagen, hey, schon wieder das, bring mir mehr Content, dein Kanal ist nur noch 90% Jump Force derzeit. Ich denke mir, Digga, was? Wie? Wie kannst du sagen, dass mein Kanal aus 90% Jump Force besteht, wenn ich über die letzten 2 Jahre jeden Tag ein Dokkan wieder rausgebracht habe? Aber, da habe ich euch, ich wollte es einfach mal vielleicht sagen, vielleicht kam das Statement gar nicht von mir raus. Freunde, sowas ist Zusatz. Ja, es ist Zusatz von mir. Vom Hauptcontent her wird jetzt jeden Tag, sofern es in meiner Macht steht und in meiner Gesundheit, wird jeden Tag ein Video zum Hauptcontent auf diesem Kanal kommen. Und wenn so Let's Plays oder so, wenn ich Bock auf Let's Plays habe, dann haue ich die zusätzlich raus. Also dann gibt es quasi 2 Videos pro Tag. So läuft das Ganze, Freunde. Nur mal so quasi zum Auffrischen oder einfach mal zum Sagen. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Alter, 30% Tickets, nichts 30% Sparking, gar nichts. 30% Extreme Tickets waren das wahrscheinlich. Ja, nur mal so zur Info, Freunde. Und, falls ihr euch fragt, nächstes Let's Play, hast du schon was in Planung? Dragon Ball Heroes, Freunde. Dragon Ball Heroes für die Switch kommt Anfang April. Das wollen wir auf jeden Fall uns genau ansehen. Ist dann auch noch ein Dragon Ball Game, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Heißt, wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr dann auf jeden Fall dann im Endeffekt Anfang April einschalten. Wuskukusbanner, hier. Denn, Freunde, 7, das ist aber nur ein Step, das der wiederholt sich dann nicht. Da gibt es quasi, das sind wirklich gute Steps-Tickets, das sind Free-to-Play-Tickets gewesen für ein Login. Und hier gibt es die Goku-Charaktere und das sind wirklich gute Charaktere. Aber das ist dann nochmal getrennt zum Beispiel. Zum Beispiel Goku kann mit 600 Siegkraft droppen, mit 250 oder mit 100, je nach Rarität. Ja, 600 hat natürlich weniger Rarität, aber da ist ein Goku drin, Goku ist drin, 3V Goku ist drin. Deswegen, Freunde, nur her damit, ihr könnt mich aber auch gerne wissen lassen. Oh, Extreme Goku hätte ich gerne, viele. Ihr könnt mich aber auch gerne wissen, dass hier bekommen jetzt 3 Charaktere. In dem Goku-Banner, was habt ihr aus dem Goku-Banner gepult? Weil ich denke, ich bin mir sicher, viele haben den ersten Step schon rausgehauen. Ich habe danach noch Überschuss. Also ich habe ja danach noch ein paar Tickets und wir bekommen noch über die nächste Zeit Tickets. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die weiter in den Goku-Banner raushauen werde oder ob 30% Sparking-Ticket, also das als, oh, ein, oh, was, 3 Charaktere, 1 Sparken haben wir. Oder ob ich das im Endeffekt dann für die anderen für Masterpack 2 Banner als 30% Ticket nutzen kann, weil das geht auch. Ich denke eher Masterpack 2 Banner, weil Masterpack 2 Banner sind auch gute Charaktere. Also ich weiß nicht. Am besten macht ihr euch da mal selbst auf jeden Fall gute Gedanken, wie ihr das weiter mit den Tickets machen wollt, ob ihr weiter mehr Goku geht, aber wie gesagt, nach dem einen Step sind das auch noch Singles. Und guck mal, hier sind jetzt 250 von denen gedroppt. Alright, mitnehmen. Warte mal, jetzt ist aber, glaube ich, ein Sparken garantiert, gell? Hey, das ist geil gemacht. Also das Goku-Banner, das ist Free-to-Play-Tickets, Freunde. Das ist echt geil gemacht. Aber da wünsche ich natürlich jedem Glück, dass er dann die 600 Siegkräfte zieht, ja, von dem Charakter. Und nicht so die 100 oder 250. Je mehr Siegkräfte, desto besser, sage ich mal. Wehe, du stürzt ab. Wehe. Wehe. Immer bei den Sparking-Tickets. Ich hasse es. Jedes Mal bei diesen Sparking-Tickets. Jetzt muss ich hier hingucken und gucken. Ich habe mich getötet und wer weiß. Ihr 100 Siegkraft. Super Saiyan 3 Goku 100 Siegkraft könntest du auch sparen, mein Freund. Ganz ehrlich. Ey, Mann. Jetzt haben wir wieder 3 Charaktere. Was ist das? Warum? Like, wirklich, warum? Warum? Ich hasse es. Aber ich habe das oft. Habt ihr auch so manchmal DC-Verbindungsprobleme mit Legends? Ich habe das legit oft, ich weiß nicht warum. Naja, geht irgendwas? Oh, ich wollte gerade skippen eigentlich, aber wir haben eine Goldschrift. Also jetzt haben wir wieder einen Sparken-Charakter, nice. Welcher wird es diesmal sein? Schauen wir mal. Also Gott gesäumt mir auf 6 Sterne. Okay, annehmen. Der hat auch gute Sterne, sag ich mal.
Gotku 6 Scheine, glaube ich, ne? Bei mich, aber nur 100 Siegkräfte im Müll. Aber ja, gut, wenn man die Charaktere noch nie hatte, dann ist das natürlich gut. Dann könnt ihr sie nutzen, so ist nicht. Okay, let's go. Ah, ist es immer 3 Spaten garantiert, 3 Spaten garantiert? Ich habe jetzt gar nicht drauf geschaut. Aber es scheint so. Soll ich mal skippen? Ja, es scheint so, es scheint so. Ey! Was? Nein, wieder 3. Back to back. Wollte gerade sagen, hat er mir noch einen. Okay, nein, nein, das waren dann jetzt wieder 3. Oh, 2x600. 2x600 Siegkräfte, sehr schön. So, machen wir jetzt hier weiter. Jetzt haben wir hier Spaten garantiert. Das ist cool gemacht, findet ihr nicht? Das sind einfach Free-to-Play-Tickets. Die haben wir aus Login bekommen. Oh, der kommt vorbeigeflogen und es ist der allererste Goku. 250, ja, damit. Jetzt haben wir eine Beschwörung, mit 3 Charaktere beschwören kannst. Let's go. Und dann werden wir auch mit den Steps durch. Ich behalte die Tickets einfach mal. Die müsst ihr nicht einzeln alle raus. Und dann gehen wir mal rüber am Ende des Videos und uns euch allzu lange halten. Ne, wir haben jetzt 3 Charaktere hier, genau. Und da bin ich eher drauf gespannt. Lotslug hätte ich gern, bin ich ehrlich. Lotslug in dem Regen-Team, Lotslug an sich ist übel gut und der neue Cell ist auch richtig gut. Also der Cell ist übertrieben gut gemacht. Deswegen gucken wir mal. Unser, oh, was geht ab? Wollte gerade sagen, den habe ich nicht, aber den habe ich doch, den habe ich. Aber wir haben richtig gut gezogen. Oh, was? Aber 2x100, okay, aber immerhin der eine ist auf 3 Sterne gekommen. Ja. Was sagt man am Ende des Tages, Freunde? Annehmen! Annehmen, das machen wir auch jetzt hier im letzten Step und danach gibt es dann nicht mehr diese Steps. Das werde ich euch ganz kurz zeigen und dann gehen wir mal rüber. Darauf warte ich gerade die ganze Zeit, um ehrlich zu sein. Und ich glaube, der ein oder andere auch von euch. deswegen, komm, skippt man das Ganze, weil es eh garantiert. Ja, mit dem letzten Ticket. Hier, Step finished. Bam. Jetzt kannst du da nur noch Singles raushauen mit den Tickets. Aber ob ihr die quasi dann Singles hier raushaut oder als 30% Ticket nutzt, ist euch selbst überlassen. Ihr könnt mich gerne wissen, wie ihr es macht. Ich werde vielleicht tendieren, hier rein zu raushauen, weil ich hätte gern Dupes für den Bardock. Oder ich habe zu euch auch kein Gotix oder so. Naja, schauen wir mal, Freunde. Jetzt aber kommen wir zu The Real Summons am Ende. 1000 Crystals. Danach kriegen wir den letzten Ticket und dann gehe ich dann nicht mehr rein in den Step-Up-Banner. Das reicht mir. Also ich hoffe, Slug kann ich ziehen. Cell habe ich. Cell ist bei mir auf 3 Sterne. Cell habe ich 2-mal gezogen. Guan haben wir auch gezogen. Einmal, Gott sei Dank. Und dann haben wir hier noch ein Multi. Wie sieht aber hier der Multi-Summon aus? Das interessiert mich eher. Gar nicht so Goku. Der schreit. Hurria, Maria. Nichts. Gar nichts. Oh, okay. Doch was. Warum rufst du deine Wifi? Oh, den hatte ich nicht. Oh, was ist das? BD. Lotslug. Okay. Freunde, zum Schluss. Weiß nicht, falls ihr irgendwo Sunvolt-Tickets habt oder so, vielleicht ein Goku-Ticket noch übrig, irgendwas, könnt ihr jetzt gerne mitmachen. Lasst uns am Ende ein Group-Single-Summon raushauen zusammen. Ihr könnt mich dann gerne wissen lassen, was ihr gezogen habt. Sei es in den YouTube-Kommentaren oder dann auf den Social-Media-Kanälen Twitter, Discord, Instagram. Alle Links in der Beschreibung. Lotslug, ich rufe sie. Lotslug, komm ran, Junge, oder ich pfeife hier ein Lied und dann... Ja, ich will ihn nicht verscheuchen, deswegen dürfen wir nicht pfeifen. Na, mit gerne eine Schwäche gegen das Pfeifen. Aber Freunde, ich zähle gleich runter und dann gucken wir mal, ist denn, da kommt irgendeine andere Animation? Pff, nö. Okay, und dann zählen wir gleich runter. 3, 2, 1. Ihr könnt mich gerne wissen, was ihr gezogen habt. 3, 2, 1. Namekian Lotsla. Es tut weh. Schade. Was soll's? Das tut weh, aber schade. Mist, Lotsla hätte ich wirklich gerne gehabt. Hat leider nicht geklappt. Nicht schlimm, Freunde. Ich hoffe, das Ganze hat euch dementsprechend dennoch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir ganz auf jeden Fall gerne ein Like geben. Und wir sehen uns dann. Ich habe gerade geguckt, ob ich beim Grad-Step bin, aber nee, es haut noch. Nee, muss nur weg hier, sonst rutschen die Finger aus. Und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, brother.